Sie sehen die umgebaute Lamsbräu-Kreuzung, die auch einen Eindruck des Straßenraums vermittelt, wie er im Bereich des unteren Tors umgestaltet werden soll. Der Film zeigt eine Situation am späten Nachmittag, wenn die maximale Verkehrsbelastung in der Kreuzung auftritt. Kreuzungsausbau und Verkehrsablauf sind realitätsnah mit allen Verkehrsmitteln und den verschiedenen Verkehrsteilnehmern dargestellt. Auch die Ampelschaltung entspricht der tatsächlichen Regelung. Da die Veränderungen für den Radverkehr am spürbarsten sind, soll nun der Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein. Auf unseren mit Autoverkehr hochbelasteten Straßen sind Radfahrer oft besonders gefährdet. Die meisten Unfälle mit Radfahrern passieren, weil der Radler nicht oder zu spät vom Autofahrer gesehen wird. Besonders bei abbiegenden Radfahrern ist dies häufig der Fall. Sehen und gesehen werden ist ein wichtiger Grundsatz für die Verkehrssicherheit. Der Radverkehr fährt daher sicher auf der Fahrbahn, auf eigenen Radfahrstreifen neben den Autos. Nur Radler dürfen diesen Streifen benutzen. Die durchgezogene Linie darf von den Autofahrern nicht überfahren werden. An der Kreuzung haben die Radler ihre eigenen Radlerampeln und vorgezogene Flächen. Sie sind dadurch dem Autoverkehr immer eine Nasenlänge voraus. Zur Verdeutlichung sind in diesem Film alle Radverkehrsflächen rot eingefärbt. In der Realität ist dies allerdings nur im Kreuzungsbereich der Fall. Eine besondere Neuerung gibt es für Radler, die nach links abbiegen möchten. Sie biegen indirekt über die Kreuzung ab. Nun, wie sieht das konkret aus? Als Beispiel soll der Fahrtablauf der links abbiegenden Radfahrer dienen, die von der Dammstraße zur Altdorfer Straße abbiegen. Die links abbiegenden Radler fahren geradeaus in die Kreuzung ein und warten dort auf einer markierten Fläche. In ihrem Blickfeld haben sie ihre Radlerampel mit Linksabbiegepfeil, die auf Rot steht. Die Wartefläche befindet sich rechts neben dem geradeausführenden Radfahrstreifen. Hier stehen die Abbieger den geradeausfahrern nicht im Weg. Die Wartefläche ist auf der Straße erkennbar an einem Fahrradsymbol und einem kleinen Linksabbiegepfeil. Die Radfahrer stehen hier sicher, denn Autos, die aus der Mühlstraße über diese Fläche fahren könnten, haben zu dieser Zeit Rot. Wenn die Radlerampel auf Grün wechselt, starten die Radler vor dem Autoverkehr aus der Mühlstraße und fahren über die Kreuzung in Richtung Altdorfer Straße. Im Detail können Sie den Linksabbiegevorgang in einer Mitfahrt verfolgen. Hier fahren Sie als Beobachter dem linksabbiegenden Radler hinterher.